Über Jahrhunderte waren protestantische Gottesdienste in Köln verboten. Das änderte sich erst, als die französischen Revolutionstruppen Köln besetzt hatten und den BürgerInnen das Recht auf Religionsfreiheit zusicherten. Nun konnten die evangelischen Gemeinden ihre Gottesdienste auch öffentlich feiern. Als erste eigens für diesen Zweck errichtete Kirche entstand 1857 bis 1860 die Kölner Trinitatiskirche, quasi als protestantischer Dom zum zeitgleich in seiner zweiten Bauphase befindlichen katholischen Dom. Ein Beitrag von Silvio Gisamolo. Die Trinitatiskirche ist der wichtigste Anhaltspunkt für die Evangelischen in Köln. Sie hat eine relativ abwechslungsreiche Geschichte. Natürlich war sie zuerst Gemeindekirche. Während des Krieges in 1942-43 wurde sie komplett zerstört und in 1965 mit dem Garderobenhaus wieder aufgerichtet. Die Architektur ist einzigartig. Die Kirche wurde gebaut nach dem Konzept einer Basilika. Das heißt eine dreischiffige Struktur mit einem höheren Mittelschiff und zwei niedrigeren Seitenschiffen. Das Einzige, was damals nicht rückgebaut wurde, war die Orgel. Aber da bot sich dann in 2008 die Möglichkeit, eine aus Aachen, aus der Dreifaltigkeitskirche zu kaufen, in 2009 aufzubauen und in 2010 einzuweihen. Die Nummer der Orgel sind schon beeindruckend. Sie wiegt 13 Tonnen und spielt mit mehr als 3000 Pfeifen, deren Längen von 9 mm bis zu fast 5 Meter geht. Davon erzählt uns Herr Wolf-Rudiger Spieler, Organist und Chorleiter. Eine klare Architektur bringt auch immer eine klare Akustik hervor. Und das war sozusagen der Anlass, hier viel Chor- und Orgelkonzerte, viel Orchestermusik zu installieren, weil bei diesen großen Apparaten, bei denen ja schnell mal 100 Leute gemeinsam musizieren, und bei uns hat der große Klang eben seinen Platz. Alles ganz gut, wenn man sich gut auskennt. Aber wie funktioniert eigentlich eine Orgel? Eine Orgel funktioniert eigentlich wie Pizzabacken. Man hat verschiedene Tonhöhen, man hat verschiedene Klangfarben. Und das, was bei der Pizza der Teig ist, der überall gleich ist, das ist bei der Orgel das sogenannte 8-Fuß-Register. Das sind die Töne, die auf dem tiefen C eine Länge von 2,40 Meter haben. Und dann kann ich sozusagen den Orgelklang verändern, indem ich weitere Obertöne oder Klangfarben hinzufüge. Bei der Pizza wäre es dann die Tomatensauce und Mozzarella, es wäre vielleicht Schinken. Und bei der Orgel sind dann diese Zutaten wie Prinzipal, Trompete, Oboe, Flöte, Mixtur. Heutzutage ist die Trinitatiskirche eine Kultur- und Veranstaltungskirche, betrieben vom Evangelischen Kirchenverband Köln und Region, der auch die Orgel gekauft hat. Das Veranstaltungsprogramm ist vielfältig. Natürlich steht im Mittelpunkt die Orgel mit Orgelkonzerten, oft auch mit Chor. Aber es gibt dazu Bildungsveranstaltungen, Lesungen, Tagungen und gelegentlich auch Kunstausstellungen. Herr Spieler? Wir hatten, als die Orgel neu war, die Kölner Musikhochschule mehrere Semester zum Unterricht hier. Aber beispielsweise fördern wir musikalischen Nachwuchs durch unseren jährlichen Orgel-Improvisationswettbewerb, wo dann auch ein internationales, junges Organisten-Nachwuchspublikum kommt und dann die Orgel 3 Tage lang nonstop spielt und eine Jury dann die große Mühe hat, den oder die Sieger zu küren. Das ist so ein Beitrag, den wir leisten, um Nachwuchs zu fördern. Die Trinitatiskirche, ein einmaliges Gebäude in Köln mit einer einmaligen Orgel. Das ist in der Tat so, dass ich natürlich berufsbedingt viele Orgeln kenne. Ich habe auch als Student große Reisen durch Deutschland und Europa gemacht, um viele Orgeln kennenzulernen. Wenn ich jetzt Kölner Orgellandschaft schaue, dann habe ich eine gute Verbindung zur Kölner Domorgel. Wenn ich aber ganz ehrlich sein darf, dann ist die Trinitatiskirchenorgel eine Orgel, die mir schon besonders ans Herz gewachsen ist. Und da kenne ich mich natürlich seit 2010 schon sehr gut aus. Und es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen auf meiner Orgel in Anführungsstrichen.